Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich wieder alles um Farm Together. Ich habe beschlossen, dass ich eine komplette Serie online stellen werde, um euch zu helfen, beziehungsweise die Fragen zu beantworten, die ich mir während der ganzen Zeit, die ich dieses Spiel schon spiele, gestellt habe. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit den Start etwas erleichtern kann ins Spiel und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wenn ihr ins erste Menü geht, damit fängt es schon mal an. Da habt ihr verschiedene Sachen, die ihr hier einstellen könnt. Wenn ihr auf Personalisieren klickt, habt ihr Sachen zum Beispiel, um eure Farmer einzustellen. Um euch einzustellen. Und zwar könnt ihr da, ja, jetzt nicht so viele Sachen ändern, aber doch schon so einiges. Den Hautton könnt ihr verändern, die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Größe eures Charakters, ob ihr Männlein oder Weiblein sein wollt. Im Laufe des Spiels, beziehungsweise wenn ihr DLCs kauft oder auch nicht kauft, schaltet ihr sehr viele Klamotten frei, die ihr alle anziehen könnt. Das Weihnachtsmannkostüm ist übrigens einer meiner Favoriten. Dann gibt es... Die sind, glaube ich, auch mit den DLCs gekommen stellenweise, aber stellenweise auch mit, also sie sind auch freigeschaltet worden mit den Leveln. Das hier ist, meine ich, auf jeden Fall vom DLC. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Hier zum Beispiel diese Mützen, die habe ich während des Events freigeschaltet. Das ist auch noch so eine Sache. Ich habe jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kommt in einen Tag, also sprich morgen, das nächste Event. Das werde ich hier auch immer wieder hochladen, wenn Events kommen, was ihr da machen müsst, was die Voraussetzungen sind und ja, euch einfach auf dem Laufenden halten, dass gerade ein Event ist. Es gibt hier viele verschiedene Frisuren, die man aussuchen kann, viele verschiedene Kopfbedeckungen, die man anziehen kann. Ich finde sehr viele von denen unheimlich süß, aber ich musste halt das aussuchen, was zu meinem Char passt. Ohrringe bzw. auch Nasenringe gibt es hier auch nochmal so einige, die man sich auswählen kann und auch Kostüme. Das hier ist, glaube ich, von einem DLC, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das auf jeden Fall, das ist vom Piraten-DLC. Und Sachen, die man auf dem Rücken tragen kann, wie jetzt zum Beispiel eine Gitarre, wie ihr seht. Ja, beziehungsweise das ist eher eine Ukulele von der Größe her, aber... Haben wir auch eine richtige Gitarre? Naja, eigentlich soll es wohl, glaube ich, eine Gitarre sein, aber sie sieht halt sehr klein aus. Die kann man sich hier alle auf den Rücken binden oder irgendwelche Rucksäcke oder was weiß ich was. Ich möchte jetzt allerdings keinen haben. Das sind schon mal die Einstellmöglichkeiten. Änderungen verwerfen, ja. Dann hat man verschiedene Gesten, die man sich auf die Tasten 1 bis 4 legen kann. Wenn man draufklickt, öffnet man nochmal die komplette Liste der Gesten. Die erweitert sich im Übrigen, je höher ihr vom Level kommt. So, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann habt ihr noch einen kleinen Traktor. Dazu kommen wir allerdings später erst, noch nicht in den Anfängen, leider. Ihr seht auch hier hinten so eine schöne Tankstellensäule. Die gibt es leider auch am Anfang noch nicht. Den Traktor, den könnt ihr euch einstellen. Da gibt es verschiedene Sachen, vom Autoscooter bis über... Ja, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Traktoren, über ein Rasenmäher und so weiter und so fort. Dann könnt ihr noch diese, also was bei mir jetzt so ja, grün-gelb ist, diese Farbe, beziehungsweise das Muster selber einstellen. Dann könnt ihr zwischen den zwei Farben wählen, also die Hauptfarbe von eurem Traktor und halt die, ja, ich sag mal, Musterfarbe. Und dann könnt ihr euch noch was dran machen. So, also bei mir ist es jetzt hier der Stern, so ein Fähnchen mit verschiedenen... Motiven dran. Ein kleiner Begleiter darf bei euch natürlich nicht fehlen, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt. Ich habe mich für diesen Hund hier entschieden. Es gibt aber auch noch sehr, sehr viele andere. Es gibt Papageien. Ich glaube, die konnte man sogar freischalten. Ich bin mir nicht sicher, ob die das jetzt waren. Die Eulen konnte man auf jeden Fall freischalten. Wir haben Katzen im Angebot. Und ja, das war es dann auch schon. Dann kann man auswählen, was ja in meinem Fall jetzt der Hund für ein Halsband trägt, was ja dieser Anhänger hier ist. Ich habe jetzt mal dieses Dollarzeichen genommen, wobei der Stern eigentlich auch nicht schlecht aussieht, finde ich. Gibt es halt verschiedene, die man aussuchen kann. Das hier zum Beispiel ist von einem Event freigeschaltet worden. Das heißt, ich könnte dem jetzt auch zu Weihnachten eine Zuckerstange anhängen.
Und man kann halt die Farben einstellen. Die Augenfarbe habe ich jetzt in Blau gelassen. Halsbandfarbe musste bei mir jetzt unbedingt rosa sein. Und die Detailfarbe, das ist halt dieses Motiv, ist in dem Fall jetzt in so ein, ja, ich sag mal, grün-gelb. Und zu guter Letzt gibt es noch die Farmhelfer. Die sehen immer wieder unterschiedlich aus. Haben, glaube ich, alle hier hinten so einen Gürtel dran. Ich weiß es jetzt nicht genau. Sehen aber so grob alle gleich aus. Mal dunkelhäutig, mal hellhäutig. Da kann man die verschiedensten Klamotten einstellen. Ob der jetzt aussieht wie so ein richtiger, ja, Hilfsarbeiter, sage ich mal. Oder ja, so ein bisschen militärmäßig wie bei mir. Also ich habe es so extra eingestellt. Die kommen allerdings random raus. Also da könnt ihr jetzt nicht sagen, ich will jetzt unbedingt, keine Ahnung, einen hellhäutigen mit grünen Augen und blauer Haarfarbe oder sowas. Das ist total random. Also da könnt ihr leider nichts bei einstellen. Wenn ihr jetzt wieder zurückgeht, unter Einstellungen könnt ihr die normalen Einstellungen machen mit der Grafik. Hat übrigens eine sehr schöne Grafik, also es geht bis zum HD-Modus. Ich habe alles soweit auf voll eingestellt, aber das müsst ihr natürlich eurem PC anpassen. Bei den Extras, da werden euch nochmal zum Beispiel angezeigt unter herunterladbare Inhalte, was es alles so zu kaufen gibt. Es gibt zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier drehe, das Oregano-Paket. Ach, das sind übrigens auch die Masken, von denen ich eben gesprochen habe. Das Sellerie-Paket, warum auch immer das so heißt. Also, es ist ein Zirkus-Paket. Das Paella-Paket. Das war die spanische Variante, glaube ich. Mondbasis-Paket. Zuckerstangen-Paket. Das waren eigentlich nur die Piraten. Lorbeeren-Paket waren die Römer. Kichererbsen-Paket. Das sind so die, ja, Bauern. Mittelalter, sage ich jetzt mal. Mistelzweig-Paket sind die Wikinger. Jalapeno-Paket sind die Mexikaner. Ingwer-Paket sind die Japaner. Wasabi-Paket sind auch nochmal Japaner. Also, wo da jetzt genau der Unterschied ist, können auch vielleicht die Chinesen und die Japaner sein. Ich weiß es jetzt nicht so hundertprozentig. Und das Unterstützer-Paket, das ist so ein bisschen ländlich gehalten, sage ich mal. Also, es ist alles so richtig bauernmäßig. Die kann man alle herunterladen, beziehungsweise halt eben über Steam kaufen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man das Spiel auch noch woanders kaufen kann. Ich habe es jetzt über Steam gekauft. So, dann könnt ihr hier aussuchen. Also das Weiter steht natürlich nur drin, wenn ihr schon eine Farm habt. Suche nach Farm ist übrigens auch noch interessant, wenn ihr da draufklickt. Und natürlich, wenn ihr gerade aktuell Internet habt. Dann sucht er alle Farmen, die jetzt aktuell online sind. Da könnt ihr hier schön sehen, die Farm hat ein Level von, also diese Farm von 144, es sind gerade zwei Leute drauf. 16 ist immer die Höchstgrenze. Aktuell sind wir in der Zeit Herbst. Das ist bei Events mitunter schon mal, ja, wichtig zu wissen, sage ich mal. Was auch sehr wichtig ist, benutzerdefinierte Ernte steht jetzt hier vorne. Hier steht zum Beispiel nur Ernten. Nur ernten bedeutet, dass ihr auf einen fremden Server drauf geht, also auf eine fremde Farm und ihr könnt quasi alles ernten, also die Bäume, nicht die Bäume pflücken, aber das Obst von den Bäumen pflücken, ihr könnt hier die Felder könnt ihr leer machen. Pflügen, meine ich, ist nicht dabei. Das ist, glaube ich, nur dann, wenn man, wenn man auch pflanzen darf, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da müsstet ihr mal ausprobieren, ob es mit drin ist oder nicht. Dann gibt es hier auch noch dieses Ernten und Pflanzen. Das heißt, ihr könnt dann auf eine fremde Farm gehen, in dem Fall jetzt hier von Snowstar, könnt alles abernten von den Feldern, pflügt das Ganze und könnt rein theoretisch auch die Sachen, die ihr, also vorausgesetzt natürlich, ihr habt jetzt die richtige Jahreszeit, die Sachen, die ihr abgeerntet habt, könnt ihr auch wieder drauf pflanzen. Regel Nummer 1, also für mich persönlich, sollte für euch auch gelten oder sollte normalerweise für jeden gelten. Regel Nummer 1, man behandelt eine fremde Farm, wie man die eigene behandeln würde. Sprich, was ich schon persönlich erlebt habe, dass Leute auf meine Farm gekommen sind und irgendwelche komischen Buchstaben oder sowas oder irgendwelche Symbole bei mir in große Felder reingemacht haben, anstatt wirklich das Feld abzuernten. Also da haben die nichts von gehabt, weil die haben fast keine XP bekommen. Ich habe natürlich nichts davon gehabt, weil es muss trotzdem wieder gemacht werden. Sprich, entweder kommt der Nächste drauf und macht es halt komplett oder ich muss es selber machen. Meistens machen es die anderen. Aber das nur so am Rande. Aber man ärgert sich ja trotzdem, wenn man sowas sieht. Und ich habe da auch einen Screenshot von gemacht. Wenn ich den noch finde, dann werde ich den mal kurz einblenden.
Und ich finde es halt einfach schrecklich. Also Regel Nummer eins, wobei die Reihenfolge eigentlich egal ist, behandle halt die andere Farm so, wie du deine behandeln würdest. Ernte vernünftig, also nicht einen Rand stehen lassen, wie es dann doch einige machen, weil es halt zu mühsam ist. Ich mache meine Felder so, dass man immer mit dem Traktor alles abfahren kann, wenn man richtig gefahren ist. Sprich, ich habe immer ein 3x3-Feld, dazu kommen wir später nochmal genau. Aber es gibt halt auch welche, die dann zum Beispiel 3x3-Felder haben die ganze Zeit und am Ende haben sie nur noch einen Streifen. Ich ernte diesen Streifen trotzdem ab, auch wenn es halt mühselig ist, aber ich mache es trotzdem, weil ja, ich möchte halt, wenn ich sowas mal haben würde, dass es bei mir genauso ist, dass es dann auch abgeerntet wird. Wenn ich es kann, mache ich neue Sachen drauf, aber die meisten haben halt wirklich nur Ernten drin stehen, beziehungsweise benutzerdefinierte Ernte. Der hier zum Beispiel hat gar keine Rechte, das ist jetzt mal ein schönes Beispiel. Habe ich aktuell auch nicht, wobei, wenn ich keine Rechte vergebe, habe ich es normalerweise so, dass ich die Server offline stehen habe, also lokal stehen habe und nicht online, weil, also auf öffentlich nennt sich das dann, weil das, ja, eigentlich Schwachsinn ist, das dann öffentlich zu machen und dann keine Rechte zu machen. Ja, dann sind, ach so, genau, und Quests und Pflanzen gibt es auch noch. Das heißt, dass man die jetzt benötigt werden für die Quest, dazu kommen wir später auch nochmal, die Sachen kann man anbauen, aber mehr auch nicht. So, dann gehe ich jetzt mal eben in meine Farmen rein. Ihr seht, ich habe schon so ein paar unterschiedlich große Farmen erstellt. Ich habe sie jetzt alle im Moment auf privat stehen, weil das einfach, ja, es hat den folgenden Grund, um das ganz kurz zu erklären. Wenn ich online bin, habe ich es eigentlich nur so gehabt, dass ich auf der Farm das, was ich automatisiert habe, haben möchte und dadurch ein bisschen ja, leveln möchte, was bekommen möchte, wodurch ich Edelsteine bekomme. Also zu den Sachen kommen wir später dann nochmal. Auf jeden Fall habe ich das nur anstehen, weil es automatisiert ist und nicht, weil ich dann da die ganze Zeit am Arbeiten bin. Und wenn es noch eine kleinere Farm ist, finde ich persönlich es immer blöd, das dann online zu stellen, weil ja halt nicht viel gemacht werden kann in dem Moment. Meine Farmen sind gerade zu Beginn sehr, sehr automatisiert. Also da achte ich sehr drauf. Bei der ersten Farm habe ich nicht drauf geachtet, bei der zweiten auch nicht. Aber nach und nach kam es dann später bei der zweiten und ja, ab der dritten Farm habe ich dann alles automatisiert, wo ich es konnte. Wenn ihr hier drauf geht, also auf meine Farm, sofern ihr denn schon eine erstellt habt, könnt ihr eine auswählen. Ihr müsst dann wohl, ihr könnt jetzt nicht eine auswählen und runtergeben, weil sonst verschiebt sich die Markierung. Ihr müsst dann rechts oder links rausgehen, dann so, dann bleibt das Ganze markiert. Dann geht ihr auf Details, da könnt ihr dann sehen, wann ihr das Ganze erstellt habt, wann ihr zuletzt gespeichert habt und was halt aktuell für Daten drauf sind. Wie viele Medaillons ihr habt, wie viele Edelsteine, wie viel Geld ihr drauf habt. Und hier könnt ihr die Sichtbarkeit einstellen. Auf privat, öffentlich, das sind dann die öffentlichen Server, die man betreten kann. Lokal, da kommt definitiv keiner rauf. Privat ist im Endeffekt, dass andere drauf können, aber nur, ich glaube nur, wenn sie eingeladen worden sind. Es kann sein, dass man innerhalb der Freundesliste auch dazu joinen kann. Das haben wir noch nicht ausprobiert, aber normalerweise muss man jemanden einladen. Dann die Zugriffsrechte für Freunde kann man einzeln einstellen. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Und die Zugriffsrechte für Gäste. Sprich, alle auf der Freundesliste könnten rein theoretisch andere Zugriffsrechte bekommen, wie ja, Leute, die jetzt zufällig durch die Listensuche auf eure Farm gekommen sind. Und den Namen, den könnt ihr dann hier auch nochmal ändern.